Ja, und es wäre wirklich cool, wenn wir noch irgendwie ein richtig gutes Interview über das Album auch machen könnten. Also, Ja, hallo, das ist mir ein totales Anliegen. Ja, und Ein schon auch. Interview ist ganz, ganz wichtig. Es wird sicherlich für dich ein bisschen auch eine schwierige Erfahrung, weil du wirst spüren, dass diese Nähe, die muss man erstmal zulassen. Ein bisschen Seelenstriptease wird passieren. Also das spüren. Ich habe mich auch mit der Sache auseinandergesetzt. Ja. Albumtitel, Stichwort. Ein Stichwort zum Albumtitel. Also mein Stichwort ist Albumtitel. Was sagst du darauf? Nieder mit der GbR. Hat's Spaß gemacht? Was, diesen Satz anzuhören, gerade von dir oder das Album zu machen? Das Album zu machen. Klar, das Album hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat die Arbeit daran auch Spaß gemacht, klar. Sicher. Also man freut sich immer, wenn man was arbeitet und hinterher das Gefühl hat, es kommt was Gutes bei raus. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Also ich hoffe, es hört man auch dem Album, dass das Album Spaß gemacht hat. Ich meine, wir würden die Musik nicht rausbringen, wenn wir sie zum Kotzen finden würden. Und wir denken auch, dass es so ist, dass wenn du ein Album machst, was dir Spaß macht zu machen, dass es auch Spaß macht beim Anhören. Die GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Was ist so schlecht dran? Einfach gesagt, es geht uns um Musik machen, es geht uns um die Kunst und nicht um alles organisatorische und geschäftliche drumherum, was mit so einer Band, wenn man das so lange auf dem Level wie wir macht, mit einhergeht. 60, 70% der Zeit, wo du dich zusammen triffst, machst du gar nichts Kreatives, sondern du machst komische andere Arbeit, die auch kreativ sein kann, aber nicht die Musik ist, wegen der du dich eigentlich triffst. Gerade in so einer kreativen Phase sagt man dann einfach, hey, Nina mit der GbR, die stirbt jetzt einfach mal und wir machen eigentlich nur Musik, wir konzentrieren uns nur auf das Kreative so. Naja, also die Fragen stehen. Jetzt geht es eigentlich nur noch um Interviewtechniken. Ich habe mir überlegt, dass man sich so aufs Irritieren, aus dem Konzept bringen, verunsichern legt. Gut. Und mal so eine Frage stellen. Ach, mit Fuzzi. Nee, 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 lass Fuzzi diesmal daheim. Wenn jemand schon Blumentopf heißt und dann noch Handpuppe. Nee, nee, nee. Okay. Mich im Schritt rasieren. Das ist eine Frage, die will ich nicht beantworten. Also das ist auch, hat nichts verloren jetzt hier. Ich verstehe nicht, was die Frage jetzt hier zu suchen hat. Nee, so ein Spaß müssen wir nicht machen. Das geht mir zu viel ins Intime. Siehste, ich will ja Intimität herstellen. Ja, ich muss doch irgendwie dich knacken. Das macht mir langsam Angst, wenn ich das jemand erzähle. Dass der Filmmensch immer intim werden will mit mir. Das macht ihm schon Angst. Mann. Ich glaube, der Weg zur Seele des Blumentopf geht über Irritation. Irritation ist unbedingt Irritation, sowas wie verstehst du? Und dann dann gehören sie uns. Ja. Verstehst du? Hast recht, Pete.